58, vielen Dank. Ich rufe nun auf die mündliche Anfrage 59 des Herrn Abgeordneten Daniel Schwert von der Fraktion der Piraten zum Thema Recht auf digitalen Neustart und Web als Waffe. Welche Pläne hat Justizminister Kutschaty? Ich bitte Herrn Minister Kutschaty um Beantwortung der Frage. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Kollege Schwert, für diese mündliche Anfrage, weil Sie tatsächlich eines der großen rechtspolitischen Zukunftsthemen damit auch ansprechen. Die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft hat nämlich zahlreiche Rechtsfragen auch auf dem Gebiet des Zivilrechts sowie des Datenschutzrechts aufgeworfen, die anhand des derzeit geltenden Rechts oftmals nur sehr schwer oder manchmal auch gar nicht zu beantworten sind. Dies gilt auch für die Frage, wie wir das Recht auf einen digitalen Neustart ermöglichen. Es darf nämlich nicht sein, dass jemand bei der Bewerbung um einen Job Nachteile befürchten muss, weil gegen seinen Willen Bilder oder andere Informationen über seine Jugendsünden im Internet veröffentlicht sind. Der Europäische Gerichtshof hat hierzu am 13. Mai letzten Jahres eine vielbeachtete Entscheidung getroffen. Danach kann eine Person von einem Suchmaschinenbetreiber unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass zu ihrem Namen bestimmte Informationen nicht mehr in einer Ergebnisliste angezeigt werden. Nach Auffassung der europäischen Richter gibt es auch im Internet ein sogenanntes Recht auf Vergessenwerden. Die Reaktionen auf diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sind sehr unterschiedlich ausgefallen. Von einer überfälligen Durchsetzung des Datenschutzrechts ist ebenso die Rede wie von einer Bedrohung der Meinungsvielfalt und der Informationsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof lässt aber auch einige Fragen nach wie vor offen. Das gilt sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht. Ich will Ihnen hier nur zwei Beispiele nennen. Erstens. Die europäischen Richter sprechen den Betroffenen nicht pauschal ein Recht auf Vergessenwerden zu, sondern verlangen für jeden Fall eine Abwägung der jeweiligen einander gegenüberstehenden Rechte und Interessen des Betroffenen, des Suchmaschinenbetreibers und nicht zuletzt auch der Öffentlichkeit. Ihre Vorgaben für diese Abwägung sind aber keinesfalls abschließend. Das gilt sowohl mit Blick auf den hierzu aufzustellenden Kriterienkatalog als auch für die Gewichtung der einzelnen Abwägungskriterien. Und zweitens, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs betrifft Suchmaschinenanbieter. Zeigen diese bestimmte Inhalte nicht mehr an, mag sich zwar möglicherweise der Verbreitungsgrad dieses Inhalts verringern, die Ursprungsveröffentlichung ist aber weiterhin im Internet abrufbar. Diese Beispiele zeigen schon, meine Damen und Herren, der Europäische Gerichtshof hat nur den Anfang gemacht. Die konkrete Ausgestaltung eines digitalen Neustarts liegt in erster Linie in den Händen des Gesetzgebers. Ich halte es deshalb für problematisch, wenn es in dieser Frage, die so viele von uns betrifft, keine gesetzliche Grundlage gibt. Wir sollten uns auch nicht auf das Entgegenkommen von Google oder anderen Suchmaschinenbetreibern verlassen müssen. Und aus diesem Grund möchte ich das komplexe Thema eines digitalen Neustarts sowohl unter rechtlichen als auch unter tatsächlichen Gesichtspunkten gerne umfassend beleuchten. Beleuchtet werden muss aber nicht nur, meine Damen und Herren, der Umgang mit veralteten Informationen im Netz. Beleuchten müssen wir auch die Verhaltensregeln im Internet insgesamt. Wenn die Personen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, dabei die Eigenverantwortung der Nutzer im grenzenlosen Netz preisen, machen sie es sich teilweise sehr bequem. Jeder siebte Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren ist nach neueren Studien schon einmal im Internet gemobbt worden. In absoluten Zahlen, meine Damen und Herren, entspricht das rund 1 Million Fälle in Deutschland. Im März 2014 belegte die ARAG-Studie, dass das Phänomen inzwischen auch mehr und mehr in die Erwachsenenwelt übergreift. Der Blogger Sascha Lobo hat das mal in einer Spiegel-Kolumne auf den Punkt gebracht, und ich würde das gerne zitieren. Das Internet macht es einfacher, Hass auszukübeln. Wer das leugnet, weil er das Internet zu verehren glaubt, der hat nicht nur das Netz nicht verstanden, sondern die Welt ebenfalls nicht. Außerhalb des Internets hat es einen hohen sozialen Preis, einer Person gegenüberzutreten und ihr Hass zu zeigen. Netzhass ist gratis.
Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, haben die Justizministerinnen und Justizminister der Länder und des Bundes sich auf ihrer letzten Konferenz im Juni 2014 mit dem Phänomen des Cybermobbings befasst. Es besteht nämlich Prüfungsbedarf, ob die geltenden strafrechtlichen Vorschriften, die für eine analoge Welt ausgelegt sind, das Cybermobbing angemessen erfassen. Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder haben den Bundesjustizminister gebeten, sich der Sache anzunehmen. In Berlin werden daher seit geraumer Zeit schon Gespräche mit Netzunternehmen und Verbänden geführt, um die Melde- und Löschungsmechanismen beim Mobbing zu optimieren. Das ist gut und richtig, denn Löschen geht vor Sperren. Noch besser wäre es allerdings, wenn hochaggressive Mobbing-Attacken erst gar nicht in die Welt gesetzt würden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass hierzu sicherlich viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist, aber auch dem Strafrecht kommt mit seiner generalpräventiven Wirkung auch eine gewisse Bedeutung zu. Natürlich wird man einen guten Teil der Mobbingfälle in sozialen Netzwerken mit den bestehenden Rechtsvorschriften wie Beleidigung, Nötigung und Bedrohung erfassen können. Den Besonderheiten des digitalen Raums werden diese Vorschriften aber nicht immer gerecht, denn sie sind nicht spezifisch darauf zugeschnitten. Eine Persönlichkeitsrechtsverletzung im Internet hat nun mal ein anderes Gefährdungspotenzial als eine Hänselei auf dem Schulhof oder in der Betriebskantine, ja selbst in den herkömmlichen Medien. Wir alle kennen das ja als Politiker, da sagen wir schon mal, das versendet sich, wenn wir was in der Zeitung über uns sehen, was uns nicht so gefällt. Das ist ein vielbekannter Trost im Umgang auch mit Radio und Fernsehen. Aber das Netz, meine Damen und Herren, vergisst nicht, es ermöglicht zudem die unkontrollierte Verbreitung von Content bis hin zum Shitstorm, ohne dass es dazu des besonderen Zutuns des Täters überhaupt bedürfe. Wird der Angriff erst einmal kollektiviert, fällt häufig jede zivilisatorische Hemmschwelle gegenüber dem Opfer. Und es geht darum, auf diese Besonderheiten des Cybermobbings angemessen zu reagieren. Verschiedene Vorschläge werden dazu von Fachleuten diskutiert, wie zum Beispiel gesonderte Strafzumessungsregeln oder ein besonderer Tatbestand des Internetstalkings. Momentan liegt der Ball allerdings noch im Spielfeld des Bundesjustizministers. Vielen Dank, Herr Minister. Es liegt eine Frage des Herrn Kollegen Schwert vor. Bitte schön. Herzlichen Dank, Herr Minister, für diese Ausführungen und dass Sie uns die Pläne erläutert haben, die Sie haben. Nun erwähnen Sie in diesem Recht auf digitalen Neustart einen Anspruch, der sich gegen Suchmaschinenbetreiber richten soll, dass da also Suchergebnisse ausgeblendet werden sollen. Nun ist das so, wenn ein Ergebnis ausgeblendet wird, dann ist der Inhalt als solches ja noch vorhanden. Warum finden Sie denn, dass das Sperren von Suchergebnissen effektiver sei als das Löschen der Beiträge an der Quelle selbst? Herzlichen Dank. Bitte schön, Herr Minister. Also das ist eine der wichtigen Fragestellungen, die im weiteren Verfahren zu erörtern sind. Der größte Verbreitungsgrad oder Erkennungsgrad ist natürlich erstmal durch das Auffinden in der Suchmaschine. Sie werden zwar auch durch die Nichtanzeige in der Suchmaschine den Inhalt nach wie vor im Netz finden, aber die Chance, etwas zu finden, ist natürlich deutlich größer, wenn ich es erstmal unter der Suchmaschine finde. Wir müssen hier im Einzelfall auch abwägen, natürlich auch Informationsansprüche, Urheberrechte an eigenen Internetseiten, aber das Entscheidende ist ja die schnelle Auffindung. Lassen Sie mich vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal den Hintergrund der Entscheidung oder den Sachverhalt, der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zugrunde lag, noch einmal nennen. Es war dort ein Betroffener, der in der Suchmaschine von Google erschienen ist, in einer Kombination mit einer Position eines Sachverhalts, der 16 Jahre lang zurückliegt. Da ging es darum, dass in einer spanischen Zeitung über ihn damals ein Artikel veröffentlicht wurde, dass bei einer Immobilie eine Zwangsversteigerung wegen nicht gezahlter Sozialversicherungsbeiträge drohte. Das ist 16 Jahre danach immer noch bei der Suchmaschine aufgetreten. Und ich glaube, wir sind uns, hoffe ich, einig, dass in diesem Bereich auch dieser betroffenen Person ein digitaler Neustart ermöglicht werden muss. Und die Vorgaben dazu hat der Europäische Gerichtshof ja gut gemacht. Dankeschön. Es liegt eine Frage vor des Herrn Kollegen Witzel. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Kutschaty, das, was Sie vorgetragen haben zum Bereich Cybermobbing, ist
nachvollziehbar. Das ist ein Komplex, der ist absolut relevant für die davon Betroffenen und eben oft auch mit teilweise schlimmen Folgen verbunden. Deshalb interessiert mich noch mal die Frage, weil Sie gerade bei Ihren Ausführungen zu Beginn etwas im Allgemeinen geblieben sind, für das, was Sie durchsetzen wollen auf Bundesebene. Wer sind da für Sie Allianzpartner des Landes Nordrhein-Westfalen? Mit welchen anderen Bundesländern haben Sie also gleichgerichtete Interessen oder sogar schon konkrete Vorhaben verabredet oder angedacht? Bitte schön, Herr Minister. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Witzel. Genau das war ja Thema der letzten Justizministerkonferenz im Juni 2014. Da haben sich die 16 Landesjustizministerinnen und Minister über dieses Thema unterhalten und zunächst den Bundesjustizminister gebeten, zu diesem Thema Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Ich weiß, dass das Bundesjustizministerium sich gerade mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Ich gehe davon aus, dass der Bundesjustizminister den Landesjustizministerinnen und Ministern dann in absehbarer Zeit auch seine Vorschläge unterbreiten wird. Wenn ich persönlich mit diesen Vorschlägen des Bundes nicht einverstanden bin, dann werde ich dieses Thema erneut auf der nächsten Justizministerkonferenz ansprechen. Es ist, glaube ich, ein gutes, vernünftiges Vorgehen, weil wir es schon einmal gemeinsam auf einer Justizministerkonferenz erörtert haben, dann auch diesen Schritt gemeinsam zu gehen. Es war übrigens im großen, breiten Konsens, dass dort Handlungsbedarf besteht unter allen Justizministerinnen und Ministern. Also der nächste Schritt wäre dann erstmal zunächst zu schauen, was der Bundesminister vorschlägt, dann die weitere Erörterung ein Jahr später nach der letzten Justizministerkonferenz auf der nächsten Justizministerkonferenz und daraus dann die weiteren Schritte abzuleiten, bis hin letztendlich dann notfalls zu einer Bundesratsinitiative, falls der Bundesgesetzgeber von sich aus selbst keinen Vorschlag unterbreitet. Vielen Dank. Zu einer Frage hat sich der Kollege Bayer gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister, Sie hatten eben gesagt, Sie gehen auch an die Suchmaschinen heran, weil Sie gegebenenfalls an die Originalquellen nicht herankommen, hatten ein Beispiel genannt. Aber ja, damit gelten ja für Suchmaschinenbetreiber im Grunde andere Datenschutzrechte als für alle anderen Diensteanbieter. Kann man das so sehen oder warum sollen denn da andere Regeln gelten? Und wie grenzt man dann Suchmaschinen von anderen Dienstanbietern ab? Es gibt ja auch durchaus solche Hybridseiten, die also halbe Suchmaschinen sind und einfach Personenergebnisse auflisten. Also die größte Gefahr natürlich, dass Informationen an den Tag kommen, die vielleicht schon längst überholt oder veraltet sind, entstehen natürlich, indem ich bestimmte Begriffskombinationen oder manchmal auch nur einzelne Namen in eine Suchmaschine eingebe. Es ist deutlich aufwendiger, natürlich nach einzelnen Internetseiten zu recherchieren, finde ich da über eine entsprechende Person ganz konkret was. Deswegen ist der sicherlich vernünftige Schritt, zunächst erstmal über diese Quelle, an diese Quelle heranzugehen, weil das die größte Informationsquelle ist. Und ich halte dann dieses Vorgehen für sinnvoll. Man wird sicherlich dann in der Feinabstimmung, wenn man dann genauere Regeln dann auch für die Bundesrepublik Deutschland findet, sich natürlich auch solchen detaillierten Detailfragen wie Abgrenzung zu anderen Einrichtungen dann nochmal stellen müssen. Aber ich sage es nochmal, die Suchmaschine ist das Einfallstor zur Recherche und da kann man am besten den Schutz bieten. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Schwert hat eine zweite Frage, bitte schön. Knöpfchen? Ah, danke schön. Ja, herzlichen Dank. Sie sprachen eben an, dass es einen Abwägungsprozess ja geben muss, wenn jemand mit einem Interesse an eine solche Suchmaschine herantritt, einen Inhalt zu löschen, dann muss er ja in irgendeiner Form eine Begründung dafür anführen. Wie kann denn ein Suchmaschinenbetreiber jetzt tatsächlich feststellen, ob so ein Begehren gerechtfertigt ist oder wie kann er da auf einer für ihn auch rechtssicheren Weise entscheiden und wie will man Missbrauch, also ich sag mal unterdrücken unerwünschter Nachrichten denn dann vermeiden?
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Schwert, Sie sprechen genau das Problem an, weswegen ich sage, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs alleine reicht mir nicht, um Rechtssicherheit zu finden. Der Europäische Gerichtshof hat ja genau diesen Abwägungsprozess vorgegeben. In dieser Dreierbeziehung die betroffene Person, der Suchmaschinenbetreiber und das Interesse der Öffentlichkeit. Und das ist ein individueller Abwägungsprozess, der letztendlich sehr vom Goodwill von Google oder anderen Suchmaschinenbetreibern abhängig ist. Wir haben mittlerweile Fälle und im Sommer letzten Jahres war auch im Spiegel Online ein entsprechender Bericht, dass Google eine Suchkombination entfernt hat, wo ein Artikel auf Spiegel Online angezeigt war im Zusammenhang einer Person mit Scientology. So bezüglich dieses Anspruchs, also Scientology wollte das gelöscht haben von Google. Da hat Google den Abwägungsprozess für sich vorgenommen und hat gesagt, ja, bei Scientology, da löschen wir das jetzt. Aber wie sieht das jetzt bei einem einzelnen privaten Bürger aus? Welche Ansprüche hat der gegenüber Google? Die sind doch viel deutlich schlechter und schwieriger geltend zu machen eines einzelnen Bürgers als eine große, mächtige Organisation. Klammer auf, das muss jetzt nicht für Scientology gelten, aber kann auch natürlich auch für private Unternehmen gelten. Und genau dieser Abwägungsprozess, der sehr vom Ermessen auch des Suchmaschinenbetreibers abhängig ist, der stört mich gerade in dem Bereich, weil ich will Rechtsklarheit für alle Bürgerinnen und Bürger und nicht nur für die, die mit großen Anwaltskanzleien solche Verfahren und Prozesse auch führen können. Dankeschön, Herr Minister. Die Stunde ist rum. Was machen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5 Fragesteller habe ich noch. Wollen Sie alle Ihre Fragen noch stellen? Im Prinzip ja. Wenn sich jemand noch was überlegt zwischendurch, geht das auch. Im Prinzip läuft jetzt sozusagen die Zeit ja dann mit auf. Herr Olejak von der Piratenfraktion, erste Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank für die bisherigen Antworten, Herr Minister. Ich greife noch mal den Punkt von Herrn Witzel auf, den er mir sozusagen gerade fast weggenommen hätte, zum Glück dann doch nicht. Vielen Dank für die Frage. Und zwar frug Herr Witzel ja gerade nach den Bündnispartnern. Ich möchte das noch mal mit einer Zusatzfrage erweitern. Und zwar würde mich dann interessieren, ob Sie und mit wie vielen bisherigen anderen Stellen, zum Beispiel im Bildungsministerium oder mit Lehrern oder Eltern oder dann genau in diesem Zusammenhang mit betroffenen Schülerinnen und Schülern, bereits gesprochen haben, überhaupt das Mobbing einzugrenzen aus Sicht des Justizministeriums? Vielen Dank. Wir hatten vor ungefähr einem Jahr einen Pro-Opfer-Tag NRW gemacht. Das mache ich als Minister regelmäßig, indem wir uns immer ein besonderes Thema herausgreifen und mal Rechtspolitik auch aus Opfersicht betrachten. Und vor einem Jahr war das Thema dieses Pro-Opfer-Tages hier in Nordrhein-Westfalen unter anderem auch das Thema Cybermobbing. Wir hatten dort verschiedene Betroffene, verschiedene Wissenschaftler, aber auch zu Gast bis hin zu Kriminalbeamten, die entsprechend für die Strafverfolgung dann auch zuständig sind. Und es ist mir persönlich da in sehr eindrucksvoller Art und Weise auch geschildert worden, welche dramatische Auswirkungen und Konsequenzen Cybermobbing auf Menschen haben kann, insbesondere auf junge Menschen. Das fängt damit an, dass sich Kinder plötzlich nicht mehr trauen, zur Schule zu gehen. Die üblichen Bauchschmerzen, die vorgetäuscht werden, wenn man dann nicht mehr zur Schule möchte und nur weil man da gemobbt wird, bis hin zu Suiziden, die auch schon vorgekommen sind. Deswegen ist es wichtig, dort umfassend tätig zu werden. Ich sagte ja auch in meiner Eingangserklärung schon, es ist in erster Linie natürlich auch Aufgabe der Prävention durch Aufklärung, mit Schule, mit Jugendarbeit dort vorbeugend tätig zu sein. Es gibt in Nordrhein-Westfalen sehr viele Informationsangebote. Ich weiß, dass es auch in einigen Schulen aus dem eigenen Familienbereich kenne ich das, dass das durchaus thematisiert wird in Schulen. Aber ich glaube, wir müssen es auch flankieren mit einer Überprüfung von strafrechtlichen Sanktionsnormen, denn strafrechtliche Sanktionsnormen haben ja auch generalpräventiven Charakter. Lassen Sie mich das nochmal ergänzen. Wir haben ja durchaus schon einige Straftatbestände, die in Teilbereichen auch einschlägig sein können. Aber ganz offensichtlich ist das nicht so weit verbreitet in der Wirkung derjenigen, die Cybermobbing betreiben, die vielleicht gar nicht
die Vorstellung haben, dass das strafrechtliche Vorschriften erfüllen kann. Deswegen ist es notwendig, das auch strafrechtlich natürlich zu präzisieren, zu formulieren, dass es den potenziellen Adressaten einer Tat auch relativ schnell klar wird. Aber ich sage es auch mal nur an dieser Stelle noch mal ganz deutlich. Ich möchte am liebsten überhaupt keine Straftaten oder Cybermobbing haben. Und deswegen ist die erste Stufe natürlich die Prävention in dem Bereich, die Aufklärung, gerade über den Schul- und Jugendbereich, aber auch die Verpflichtung der Eltern, ihren Kindern ab und zu mal über die Schulter zu schauen, was sie denn da tagtäglich machen. Dankeschön, Herr Minister. Herr Hamann, Piratenfraktion, bitte Ihre Frage. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte genau an der Stelle jetzt gerade einhaken mit dem Cybermobbing. Sie haben gerade gesagt, dass aus persönlicher Kenntnis wissen Sie, dass das Thema durchaus thematisiert wird an Schulen. Das ist für mich jetzt mal klar ein Zeichen, dass das viel zu wenig ist. Also das ist dann überhaupt nicht stark genug. Mobbing ist ein gesellschaftliches Phänomen, was nicht nur im Internet existiert, das gibt es schon seit ewigen Zeiten. Das nannte man auch mal Klatsch und Tratsch im normalen Leben. Das hat auch viele Menschen betroffen gemacht, macht es auch heute noch. Die ziehen aus der Stadt weg und so weiter. Ist es da nicht völlig verkehrt zu versuchen, Dinge zu verbieten? Ich meine, bei Klatsch und Tratsch konnte man auch bis heute nicht verbieten. Den gibt es immer noch und immer wieder. Muss man nicht viel stärker eigentlich die Bewusstseinsschärfung unter Jugendlichen, gerade, ich sage jetzt mal Stichwort Medienkompetenz, auf Programme in den Schulen setzen? Was macht da konkret die Landesregierung? Und wäre das nicht etwas, was, wie gesagt, viel früher, viel stärker kommen muss, ehe man dann über Verbote nachdenkt? Also Klatsch und Tratsch kann auch heute schon, selbst wenn es auf dem Marktplatz stattfindet oder im Treppenhaus stattfindet, Straftatbestände erfüllen, wie beispielsweise Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung. So ganz ungefährlich ist das auch nicht. Auch da muss man aufpassen, was man seiner Nachbarin sagt oder Übernachbarinnen sagt. Insofern wäre ich da auch sehr vorsichtig. Aber wir haben eine andere Dimension. Ich möchte das nochmal mit deutlich machen. Die Hemmschwelle im Internet Mobbing zu betreiben, ist nach meiner festen Überzeugung deutlich niedriger, als wenn ich einer Person von Angesicht zu Angesicht etwas sagen muss. Ein Klick ist mal schnell gemacht und die Folgen, die Verbreitung ist ein Vielfaches höher und erfolgreicher, wenn man das dann so bezeichnen möchte, als bei einer Verbreitung nur unter 2, 3 Leuten im Treppenhaus oder auf dem Schulhof. Selbstverständlich ist die präventive Arbeit das Allerwichtigste zunächst, auch zu schauen, wie kann ich das verhindern. Die Landesregierung hat ressortübergreifend in vielen Bereichen da Ansätze in diesem Bereich, von Bildungsangeboten, auch von der Landeszentrale für politische Bildung mit Informationen bis hin auch in den Schulunterricht herein, dass solche Angebote da gemacht werden können. Mein Teil und mein Part als Justizminister ist natürlich weniger der direkte Schulbereich, sondern allenfalls über den Rechtskundeunterricht, den wir in Schulen machen. Dort finden ja auch jedes Jahr an rund 1000 Schulen in Nordrhein-Westfalen Rechtskundearbeitsgemeinschaften statt. Und ich finde es gut, dass von den dortigen Rechtskundearbeitsgemeinschaftslehrern auch solche Themen angesprochen werden. Sie sehen also in verschiedensten Bereichen, wo wir was tun können, werden wir präventiv tätig, um solche Mobbing-Attacken möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen. Dankeschön, Herr Minister. Also, wir sind jetzt knapp 10 Minuten drüber. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4 Wortmeldungen, die lassen wir noch zu. Und dann die Liste der Meldungen lassen wir aber jetzt geschlossen, weil sonst kommen wir zu weit über die Zeit hinaus. Und das wollen wir uns ja nicht angewöhnen. Es soll ja nach einer Stunde Schluss sein. Herr Wegener hat noch eine Frage. Bitte schön, Herr Wegener. Vielen Dank. Ich möchte noch mal auf den Abwägungsprozess zurückkommen, den Sie vorhin beschrieben haben, wo Sie ja gesagt haben, dass es da dieses Dreiecksverhältnis zwischen, ich sage jetzt mal, Verleumder, Opfer und Suchmaschinen gibt. Die Frage ist jetzt, die sich direkt für mich dabei aufzwängt, ist, wer führt diesen Abwägungsprozess durch im Einzelfall? Was dann direkt dazu kommt, wie wird er dokumentiert, beziehungsweise wer kann wie Einspruch gegen das Ergebnis dieses Abwägungsprozesses einlegen? Bitte, Herr Minister. Also zunächst muss sich ja der Betroffene an den Suchmaschinen
an Betreiber wenden und darum bitten oder ihn aufzufordern, eine entsprechende Kombination dort nicht mehr erscheinen zu lassen. Das ist natürlich dann erstmal eine Angelegenheit, die der Suchmaschinenbetreiber für sich selbst zu entscheiden hat. Ich habe gerade gesagt, bei Scientology war Google da sehr großzügig und hat sehr schnell gelöscht. Tut er das nicht, ist es dann eine Frage des Gerichtes. Man muss dann seinen Anspruch als Betroffener gerichtlich geltend machen gegen den Suchmaschinenbetreiber. Und dann ist es eine Abwägung des Gerichts. Leider hat hier der Europäische Gerichtshof die Abwägungskriterien, was auch schwer möglich ist, nicht so 100% fest eingegrenzt, dass man sagen kann, es gibt jetzt 10 Abwägungskriterien, die gelten jetzt für jeden Fall, weil es ist immer eine sehr individuelle Abwägung vorzunehmen zwischen den Rechten des Betroffenen, den Rechten des Suchmaschinenbetreibers und den Rechten natürlich auch der Öffentlichkeit, Informationen zugänglich zu haben. Insofern ist das im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen, natürlich auch, wie schwer wiegend die Konsequenzen des Betroffenen sind, dort mit einer Begriffskombination zu erscheinen. Wenn es ihn weniger störend ist, dann ist der Abwägungsprozess eher vielleicht im Interesse der Öffentlichkeit und des Suchmaschinenbetreibers. Wenn es ihn natürlich sehr persönlich und sehr tief und sehr privat und sehr weitgehend verletzt, wird die Abwägung eher zugunsten des Betroffenen sein können. Aber das ist eine Abwägungsfrage, die letztendlich, wenn der Suchmaschinenbetreiber nicht von sich aus reagiert, ein Gericht zu entscheiden hat. Danke, Herr Minister. Herr Wedel von der FDP-Fraktion hat eine Frage. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Die von Ihnen beschriebene Problematik, die Sie dazu führt, ein Recht auf einen digitalen Neustart darüber nachzudenken, die ist ja nachvollziehbar. Wesen des Internets ist es aber, dass es an den nationalen Grenzen keinen Halt macht. Und Sie haben ja dargestellt, dass Sie eine Bundesratsinitiative anstreben, haben aber gleichzeitig auch dargestellt, dass ja insbesondere der Europäische Gerichtshof sich hier zu den Dingen geäußert hat, also insofern auch Zuständigkeiten der EU betroffen sind. Deswegen ist für mich dann nochmal die Frage, inwieweit Sie denn schon auch geprüft haben, für welche Sachverhalte denn letztlich hier eine Normierung im nationalen Recht hinreichend ist und inwieweit nicht darüber hinaus ein Regelungsbedarf auf europäischer bzw. internationaler Ebene besteht, der mit einer Bundesratsinitiative so nicht abgebildet werden kann. Es ist natürlich völlig klar, dass ein einzelner Landesjustizminister nicht diese Probleme lösen kann alleine. Deswegen ist es zunächst nötig, finde ich, in der Bundesrepublik einen Konsens, einen rechtlichen Konsens auch in dieser Frage herzustellen, um da die nationalen Rechte hinzubekommen. Aber genau diese Fragen sind auch im Zusammenhang mit der neuen Datenschutzgrundverordnung, die ja gerade in der EU diskutiert wird, mitzudiskutieren. Ich halte das für zwingend nötig, dass man im Zusammenhang mit EU-Rechtsetzung auch genau diese Fragen bespricht. Letztendlich kann man das nur international abschließend und vernünftig lösen. Danke, Herr Minister. Herr Witzel hat eine Frage. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Kutschaty, Sie haben eben deutlich gemacht, dass es Stellen gibt, an denen Sie darüber nachdenken, rechtliche Präzisierungen der Klarheit halber auch vorzunehmen, auch eine Warnfunktion zu haben für potenzielle Täter. Zugleich aber richtigerweise auch deutlich gemacht, denke, da unterscheiden wir uns im Grundansatz auch nicht. Sicherlich ist Prävention besser als Gesetzesverschärfung, eben auch an der Wurzel das Problem zu lösen, derer, die dort zu leiden haben. Es ist ja besser, das zu verhindern, als Leiden geschehen zu lassen und das dann wiederum zu sühnen. Und insofern meine Frage zu dem, was Sie an Andeutung eben auch gemacht haben zum Bereich der Prävention. Gibt es messbare Erfolge Ihrer Programme oder welche Ansätze besonders zielführend sind? Und hat das für Sie auch in der weiteren perspektivischen Planung Handlungsrelevanz, dass Sie sagen, bestimmte Bereiche werden da in Zukunft eher verstärkt, ausgebaut? Wo sehen Sie selber noch Optimierungsbedarf, quantitativ und qualitativ im Bereich der Prävention? Ja, vielen Dank. Das ist sehr richtig und wichtig, im präventiven Bereich das auszuschöpfen, was an Möglichkeiten da ist.
große Problem, dort auch tatsächlich eine Erfolgs- oder Wirkungsbilanz erzielen zu können, ist die Frage des großen Dunkelfeldes, was wir in diesem Bereich haben. Wir erkennen ja nicht und bekommen ja nicht jeden Fall von Cybermobbing irgendeine Art und Weise mitgeteilt. Ich würde sogar wagen zu behaupten, das Dunkelfeld ist größer als das Hellfeld von Cybermobbing, weil die meisten Vorfälle vielfach manchmal sogar gar nicht den Eltern angezeigt oder in den Schulen gemeldet werden, schon gar nicht an den Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. Insofern ist es relativ schwierig, dort eine Erfolgsbilanz zu sagen, die Zahlen sind jetzt um so und so viel Prozent hoch oder runter gegangen. Es gibt sicherlich auch Statistiken, wo man die Frage der Beleidigung oder üblen Nachrede, das ist ja das, was wir in unseren polizeilichen Kriminalstatistiken bzw. in der Strafverfolgungsstatistik anschließend festhalten, durchaus mal nachbewerten kann. Aber das Problem ist in diesem Bereich, dass Sie nicht Handlung und Wirkung eins zu eins vergleichen können. Das bedarf sicherlich eines längerfristigen Prozesses. Bin aber fest davon überzeugt, dass, und da sind wir ja nicht auseinander, davon gehe ich ja fest aus, Herr Kollege Witzel, dass präventive Maßnahmen notwendig und sinnvoll sind, insbesondere sehr früh an die jungen Menschen ranzukommen. Ich sagte es, im Schulbereich gibt es viele Angebote, über unsere Rechtskundearbeitsgemeinschaften gibt es viele Angebote in diesem Bereich. Aber ich persönlich halte auch nach wie vor für wichtig, dass wir die Eltern auch nicht ganz aus der Verantwortung lassen, auch mit ihren Kindern über diese und jene Fragen zu sprechen. Danke, Herr Minister. Herr Schulz hat eine Frage. Seine erste. Oh, pardon, jetzt müssen Sie noch mal eindrücken. Also, jetzt? Ja, jetzt scheint es so. Danke, Herr Präsident. Herr Minister, zum Themenbereich Clouds. Auch dieser Bereich wird ja als ungeregelter Bereich gesehen, wobei mir jetzt nicht so ganz klar ist, welchen Bereich Sie da im Detail regeln wollen und wie da der Eingriff gerade bei US-amerikanischen Providern von Clouds vonstatten gehen soll. Gleichzeitig haben wir aber gerade auf EU-Ebene Handelsabkommen, die entworfen sind und werden, wie aber auch EU-Datenschutzregeln. Und halten Sie es daher nicht für sinnvoll auf Bundes- oder halten Sie es für sinnvoll, nicht daher, das daher bitte streichen, ja, halten Sie es für sinnvoll, auf Bundesebene solche Vorstöße zu machen, während gerade solche internationalen Handelsabkommen und die EU-Datenschutzregeln entworfen werden, und halten Sie ein solches Engagement dann dort nicht für sinnvoller? Das halte ich für sehr sinnvoll, weil wir natürlich erstmal nationale Positionen finden müssen, um dann auch international uns positionieren zu können und überhaupt auch verhandeln zu können international. Ich möchte Ihnen aber die Problematik im Zusammenhang mit der Cloud gerne mal erläutern, die ich da sehe in dem Bereich. Bei einer Fallkonstellation, stellen Sie sich vor, der Betreiber einer Cloud geht in Insolvenz. So. Dann gibt es plötzlich einen Insolvenzverwalter und der sagt an irgendeiner Stelle mal plötzlich, ich gebe jetzt nichts mehr raus. Und Sie haben kleine Unternehmen, vielleicht eine Anwaltskanzlei, die darauf angewiesen ist, an diese Daten ranzukommen, die dort zentral gespeichert sind. Und da stößt unser bürgerliches Gesetzbuch, was im Jahre 1896 geschaffen wurde und 1900 in Kraft getreten ist, an deutliche rechtliche Grenzen. Denn Sie werden Schwierigkeiten haben, einen sachenrechtlichen Herausgabeanspruch an Daten zu haben. Das bedarf, Sie können vielleicht einen USB-Stick herausverlangen, aber die Daten als solche sind ja keine Sache. Sie haben Schwierigkeiten mit urheberrechtlichen Ansprüchen, weil das bloße Speichern von Daten ja jetzt erstmal keine eigene schöpferische großartige Leistung ist. Also Sie sehen, es gibt durchaus sehr spannende, aber auch für unsere Wirtschaft sehr existenziell wichtige Rechtsfragen in diesem Zusammenhang zu klären. Und deswegen halte ich es für nötig, dass wir uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Ich freue mich im Übrigen sehr, dass ich dieses Thema beim nächsten Deutschen Juristentag, der in Nordrhein-Westfalen stattfinden wird, platzieren konnte, sodass man auch mal im Zusammenhang mit Rechtswissenschaft, aber auch mit Praktikern sich über genau diese Fragestellungen unterhält. Vielen Dank, Herr Minister. Jetzt habe ich eine Frage, weil hier ist jetzt keine Wort mehr. Herr Schwert, Sie hatten sich eben noch mal eingedrückt als Fragesteller. Müssen Sie bitte noch mal eindrücken, damit ich Sie aufrufe an Ihre dritte und letzte Frage. Und dann würde ich sagen, schließen wir es dann auch entsprechend ab. Bitte schön, Herr Schwert. Herzlichen Dank. Wir haben auch müssen uns auch die Frage stellen, was bedeutet das denn für den IT-Standort Deutschland, wenn in Deutschland praktisch andere oder weitreichendere Rechte gelten, die dann vielleicht international gar nicht durchgesetzt werden können.
Haben Sie abgeschätzt, was das für Folgen für den IT-Standort Deutschland heißt und auch gerade, was das jetzt für kleine Unternehmen oder sogar Einzelunternehmer, die unter diese Suchmaschinenbegriff fallen werden, bedeuten wird? Haben Sie da gegebenenfalls Ausnahmeregelungen im Kopf? Also ich glaube, wir brauchen insgesamt vernünftige Regelungen in diesem Bereich, die im besten Fall und idealerweise auch international abgestimmt sind. Aber hier gilt es, einen Interessenausgleich, finde ich, den die Politik sich verschreiben muss, hinzubekommen zwischen den wirtschaftlichen Interessen, den Individualinteressen betroffener Personen. Und das ist natürlich weiter Gegenstand im Abwägungsprozess auch eines konkreten Gesetzgebungsverfahrens sein dann anschließend. Vielen Dank, Herr Minister. Damit sind wir am Ende unserer Fragestunde und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11.